fang mal mit dem Trikot an, Dennis Erdmann. Sind das Kampfspuren, dass so die Hälfte vom Hauptsponsor fehlt hier vorne drauf? Ja, es tut mir leid. Haben ein paar Jungs dran gerissen. Ich glaube, die wollten ein bisschen, weiß nicht, Scrabble spielen mit den Buchstaben. Ja, es gehört dazu. Ein paar Kratzer, ein paar Bisswunden, so ist es im Fußball. Ist das so ein bisschen charakteristisch für das Spiel heute? Es war doch schon sehr zäh, viel auf Kampf und Krampf ausgelegt. Ja, es war wirklich sehr, sehr kampfbetont. Wir hatten eine Menge Arbeit da hinten. Schade, dass wir vorne kein Tor gemacht haben, weil ich glaube, wir haben heute ganz gut dagegen gehalten, besonders gut gekämpft. Da muss ich wirklich ein Lob an die ganze Mannschaft aussprechen, dass wir, wie wir gekämpft haben, auch wenn es nicht alles geklappt hat. Ich glaube, das kann man ein bisschen verschmerzen, weil bei so einem Derby, bei so vielen Zuschauern, bei ein paar Jungs, die das noch nicht miterlebt haben, dann ist es halt manchmal so. Insgesamt war es heute offensiv nicht ganz so ein Spektakel, wie es sonst in den anderen Spielen war, aber manchmal muss man sich eben auch mal mit einem 0:0 auch auswärts und dann auch noch bei einem Zweitliga-Absteiger auch mal zufrieden geben, oder? Ja, zufrieden geben ist so ein scheiß Wort als Fußballer. Ich meine, wir können uns mit gar nicht zufrieden geben. Ich glaube, heute wären 3 Punkte drin gewesen. Wir standen definitiv super, wir haben eine Chance gehabt, die müssen wir dann nutzen einfach. Und dann gewinnen wir 1:0 und wenn du die Spiele 1:0 gewinnst, dann weißt du ja, wo du am Ende stehst. Und von daher müssen wir langsam in die Bahn kommen, dass wir die Spiele gewinnen, weil defensiv stehen wir super und das muss jetzt einfach die nächsten Spiele weiter so gehen. Es geht schon Freitag weiter mit dem Heimspiel gegen NRG Cottbus, allerdings ohne Dennis Erdmann. Die 5. Gelbe hat schon im 6. Spiel erwischt. Ja. Ich habe gerade eben schon zu den Kollegen gesagt, heutzutage darf man gar nichts mehr sagen, gar nicht mehr den Mund aufmachen. Ich habe noch nicht mal was gegen die Schiri gesagt, aber so ist das nun mal heutzutage im Profifußball. Ich glaube, der Mann, der für mich einspringt, der wird es auch super machen. Und von daher werde ich mich entweder in den VIP-Bereich setzen und da ein bisschen Currywurst essen und dann zugucken, dass die Jungs gewinnen. Ja, also die Atmosphäre im Ostseestadion mal von der anderen Seite dann genießen, ja? Ja, natürlich, das habe ich noch nie gehabt. Aber nichtsdestotrotz würde ich an dem ich gerne auf dem Platz stehen. Aber dafür putze ich dann Kiel und Magdeburg weg. Alles klar, dann darf ich wieder Erfolg und Dankeschön und nochmal Glückwunsch zum Punktgewinn beim 0:0. Danke. Marcel Schuhn, da wurde es aber nochmal richtig kribbelig kurz vor Ende der Begegnung. Da hast du das 0:0 aber nochmal gut festgehalten für unser Team heute. Ja, das ist ja auch meine Aufgabe hinten drin. Ne? Ich habe eben schon gesagt, ich bin doch mal froh, wenn mal was aufs Tor kommt und ich auch zeigen kann, dass ich ein ganz ordentlicher Torhüter bin. Aber wie gesagt, ich glaube, die komplette Defensivleistung ist halt heute sehr, sehr stark gewesen vom ganzen Team und deshalb ist heute auch hinten die 0 gestanden. Ihr seid das 4. Mal in der Saison auswärts ungeschlagen geblieben und auch weiterhin aus dem Feld heraus keine Gegentore auswärts kassiert bislang. Also das kann sich gut ansehen lassen, oder? Ja, das sehe ich auch so. Vor allen Dingen, ich muss auch sagen, dass wir heute auch mal guten Schiri haben. Man muss ja auch mal das Positive sagen. Also er hat seinen Job sehr, sehr gut gemacht, hat genau die Präsenzsituation gut entschieden. Und das ist ja eben bei so einem Derby auch wichtig, dass eben nicht alles nur für die Heimatschiff gepfiffen wird. Und das fand ich gut. Hat da einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und ansonsten, wie gesagt, sieht man, dass wir halt defensiv sehr, sehr gut stehen auswärts. Was für mich auch das A und O ist, dass man eben defensiv nicht ins offene Messer rennt, sondern erstmal gut kompakt spielt und dann aus dieser Ordnung dann nach vorne spielt. Und das hat in den Spielen sehr gut geklappt. Wir haben in den vergangenen Spielen viel Offensivaktionen gesehen, viele Chancen. Heute war es nicht so. Muss man dann unterm Strich auch mal mit einem 0:0 dann zufrieden sein, gerade wenn es dann gegen einen Zweitliga-Absteiger geht? Ja, das glaube ich schon. Vor allen Dingen Aue ist halt zu Hause eine gute Mannschaft. Ne? Genauso wie letztes Mal in Aalen oder wie in Chemnitz. Das sind alles, ich sag mal so, nicht die einfachsten Auswärtsspiele, die wir haben. Und da muss man erstmal hinten sehr, sehr gut stehen und das haben wir gezeigt. Und wie gesagt, wenn dann sich aus dieser Ordnung mehr ergeben hätte, dann hätten wir es, glaube ich, auch nutzen können, wie auf die Einschränkung vom Tobi, wo er auch durch eine individuelle Leistung vors Tor kommt. Aber ansonsten muss man halt mit diesem Punkt auch einfach mal zufrieden sein. Neue Jungs sind in der Mannschaft gewesen, konnten sie noch nicht ganz so entfalten, aber ist ja auch klar, das braucht ein bisschen, bis dann wirklich so ein paar Automatismen dann sitzen. Ne? Wen meinst du genau? Na, Sofian Benjamina hat natürlich viel gemacht, keine Frage, aber so richtig Torgefahr konnte er halt nicht ausstrahlen. Aber das war halt ein Problem in der ganzen Mannschaft heute, ne? Ja, es war halt wie gesagt heute erstmal so, dass wir hinten sehr gut stehen mussten. Und was für mich vor allen Dingen auch als Torhüter, auch für die Innenverteidiger wichtig ist, wir hatten vorne halt heute 2 große Zielspieler. Ne? Also ich wusste bei meinen langen Bällen, wo ich hinspielen sollte, weil eben der Sofian so eine gewisse Größe auch mitbringt und dann auch probiert, die Bälle gut zu halten. Und diese Bindung zur Mannschaft und auch dann, dass das Stürmerduo sich dann findet, das dauert halt ein bisschen, das braucht auch ein bisschen Zeit. Aber das sehe ich, wie gesagt, positiv in die Zukunft. Ja, es geht ja schon Freitag weiter. Heimspiel gegen NRG Cottbus, Flutlichtspiel, wieder ein Derby. Dann lassen Sie es dann krachen, ne? Ja, absolut. Es gibt natürlich nichts Geileres wie ein Flutlichtspiel zu Hause und dann noch wieder ein Derby gegen Cottbus. Ich hoffe, es wird wieder eine volle Hütte, so wie heute hier. Auch die Atmosphäre war auch super. Die Jungs, die auch mitgekommen sind, war auch wieder Wahnsinn. Und dann glaube ich, dass wir da ein gutes und ein positives Ergebnis erzielen können. Dafür viel Erfolg. Danke, Marcel Schuhn. Danke. Ja, herzlich willkommen beim FC Hansa Rostock. Sofian Benjamina. Gleich mit einem Auswärtsspiel beim Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue gestartet. 0:0, wie fällt denn dein Fazit aus? Ja, also wir standen heute ein bisschen tiefer, wollten auf Konter spielen und
Ich denke, wir haben uns in die Zweikämpfe gut reingehauen und der Punkt geht auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben natürlich gehofft, mit dir kommt so ein richtiger Knipser, aber so die Abschlusshandlung, da bist du noch nicht so richtig reingekommen heute. Es war einfach schwer, ne? Ja gut, wir haben heute nach vorne ein bisschen wenig gemacht. Es war uns schon vorher klar, dass es heute ein schwieriges Spiel wird. Wir wollten tief stehen und dann die Konter setzen. Ist uns auch zweimal gelungen. Ja, wenn einer von denen reingeht, dann sieht das Spiel auch schon wieder ganz anders aus. Dann geht es auf, was wir uns vorgenommen haben. Aber so standen wir gut, sind gut in die Zweikämpfe reingegangen. Hat ordentlich geknallt in ein paar Situationen und deswegen können wir auch zufrieden sein. Die Bilanz auswärts liest sich ja hervorragend bislang für die Mannschaft, noch nicht verloren. Nur zwei Gegentore, die auch noch durch Elfmeter bekommen. Also auswärts läuft es momentan richtig gut. Jetzt geht es Freitag gegen Energie Cottbus, gleich nächstes Derby vor der Haustür. Das macht doch besonders Spaß dann, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man auch sieht, heute die Stimmung, ja, die Fans, die mitgekommen sind, ist einfach eine geile Atmosphäre, das pusht einen und ich hoffe, nächsten Freitag gegen Cottbus holen wir einen Dreier. Wenn man sich so die Tabelle anguckt, tatsächlich, wenn man da mal 2-3 Siege am Stück hinlegt, da geht sogar ein bisschen was, ne? Ja, deswegen. Also man denkt ja auch immer, ein Punkt ist zu wenig oder so auswärts. Also mit dem Punkt, ja, lassen nächste Woche einen Dreier holen, dann sind wir oben mit dabei. Und deswegen ist jeder Punkt wichtig in der Liga. Man muss die Punkte hamstern und ja, am Ende so viele Punkte haben, wie es geht und dann oben anzugreifen. Dein Wechsel ist ja dann doch, sag mal, ganz salopp auf dem letzten Pfiff noch zustande gekommen. Inwieweit oder was hat am Ende Ausschlag gegeben, zu Hansa zu wechseln und dann auch sich gleich für 3 Jahre zu verpflichten? Das ist ja schon ein ganz schöner Kanten. Ja gut, bei mir war jetzt die Situation so, dass es ein bisschen Probleme gab mit der Freigabe und alles. Das hat sich dann in der letzten Woche alles entschieden und ich hatte positive Gespräche mit dem Trainer und mit dem sportlichen Leiter und deswegen habe ich mich dann entschieden, zu Hansa Rostock zu gehen, weil es ein geiler Verein ist und ich kenne hier schon ein paar Spieler und die haben mir alles Positives erzählt und ja, deswegen habe ich mich dann für Rostock entschieden. Du bist, glaube ich, gebürtiger Berliner, das heißt, die Distanz nach Hause ist auch nicht so weit und dann geht es im ersten Heimspiel gleich gegen eine Brandenburger Truppe, gegen Cottbus. Ich meine, mehr Motivation brauchst du ja fast gar nicht, oder? Ja, also du hast schon von alleine gesagt, also ich bin heiß in dem Spiel. Ja, meine Familie ist auch, wird auch zu dem Spiel kommen und es macht einfach nur Spaß. Ja. Freuen wir uns auf ein gutes Spiel und hoffe einen Heimsieg im gut gefüllten Ostseestadion gegen Energie Cottbus. Danke, Sofian Benjamina. Dankeschön. Carsten Baumann, 0:0 bei Erzgebirge Aue. Unterm Strich kann man sagen, wenn man bei einem Zweitliga-Absteiger einen Punkt holt, kann man ja eigentlich im weitesten Sinne zufrieden sein. Sind Sie es denn? Ja, also mit dem Punkt müssen wir zufrieden sein, so wie das Spiel gelaufen ist. Insgesamt war ich mit der Leistung jetzt nicht ganz hundertprozentig einverstanden. Wir haben zwar gut verteidigt, aber das, was wir eigentlich vorhatten, bei Ballgewinn schnell nach vorne zu spielen und dann selber Konter zu setzen, das haben wir nicht geschafft, weil wir einfach ja, zu hektisch waren im Spiel nach vorne. Wir haben ganz oft den ersten Kontakt schlecht gemacht, wir haben ganz oft den ersten Ball schlecht nach vorne gespielt, sodass er gleich wieder weg war. Und dann kommst du natürlich in Bedrängnis, gerade auswärts und das waren einfach insgesamt zu viele Ballverluste. Schon ein bisschen komisch, am Anfang der Saison, als noch nicht so viele Offensivkräfte da waren, gab es die vielen Chancen. Heute war das Spiel, würde ich mal mit Verlaub sagen, mit den wenigsten Chancen für Hansa. Hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass eben auch gerade neues Personal da ist und da vielleicht manche Abläufe noch gar nicht so sitzen können? Nein, man muss ja immer sagen, Sie haben ja auch gerade gesagt, ein Zweitliga-Absteiger, wir haben auswärts gespielt, das war auch eine unangenehme Mannschaft, die auch aufs Feld geführt haben, die waren alle schnell, kleinwendig. Das ist schwierig zu spielen und das haben wir insgesamt aber defensiv ganz vernünftig gemacht. Aber nach vorne muss natürlich noch ein bisschen mehr passieren. Mit Sofian Benjamina einen neuen Spieler von Anfang an gebracht, Stefan Andres dann im Laufe der Partie auch gebracht. Also schon auch gleich das Vertrauen in die neuen Spieler gesetzt, ja? Ja, ich habe vor dem Spiel mit dem Julius Perstaller gesprochen. Ich finde, der hat bis jetzt auch ganz hervorragende Leistungen hier abgeliefert, hat aber das Gefühl, dass gerade nach der englischen Woche er jetzt nicht so spritzig war, wie ich mir das vielleicht vorstelle und deshalb habe ich die anderen beiden gleich reingeschmissen und ich glaube, dass die beiden auch ihre Sache sehr gut gemacht haben. Gerade Benjamin hat viele Bälle festgemacht und der Lukowitz war viel unterwegs, also das hat mit den beiden schon so gepasst. Da müssen wir sehen, wie wir es in Zukunft machen. Einer, der noch überraschend auf einer neuen Position gespielt hat, Michael Gadowski auf der Linksverteidigerposition, der Christian Dorda ersetzt hat. Da gab es eine kleine OP, wird wahrscheinlich noch ein Spiel ausfallen. Aber das hat der Michael Gadowski ganz gut gemacht, ne?
Ich finde, er hat das ganz hervorragend gemacht, bis auf einen kleinen Wackler kurz vor Schluss, als es da nochmal brenzlig wurde, als er da schlecht gestanden hat. Aber gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, war er sehr aufmerksam, hat viele, viele Situationen im Vorfeld gelöst, Bälle abgelaufen und auch gut nach vorne gespielt, zusammen mit Tobi Jeneke. Das war wirklich eine gute Leistung. Einmal wird es wahrscheinlich noch machen müssen und dann darf er wieder nach vorne. Und wir müssen in jedem Fall die Abwehr nochmal umbauen. Dennis Erdmann hat im 6. Spiel die 5. gelbe Karte kassiert und fehlt damit gegen Cottbus. Also da wird schon noch ein bisschen was passieren. Aber ich denke mal, da ist jemand in der Hinterhand, der schon mit den Hufen schart, ne? Ja, der Markus Hoffmann, der schart mit den Hufen und der brennt auf seinen Einsatz. Und jetzt ist es soweit und dann auch gleich noch zu Hause gegen Cottbus. Das ist ja auch herrlich. Aber ich muss einfach sagen, dass heute die gelbe Karte, die da verteilt wurde, das ist einfach nicht... das ist nicht verhältnismäßig. Also da wird für ein bisschen reklamieren gleich eine gelbe Karte gezückt. Also das kann ich nicht verstehen. Trotzdem nochmal ganz kurz auf das Spiel heute zurückzukommen. Es ist ein Punkt gegen einen Absteiger aus der zweiten Liga. Es ist das 4. Auswärtsspiel, immer noch ungeschlagen und aus dem Spiel heraus immer noch kein Gegentor kassiert. Die beiden Elfmeter, die wir bislang kassiert haben, kann man auch darüber diskutieren. Also wie Sie schon sagten, mit der Defensivleistung kann man ja sehr zufrieden sein. Ja klar, wenn man jetzt die letzten beiden Spielzeiten sieht von Hansa Rostock, insgesamt glaube ich 125 Gegentore, es ist viel zu viel, da musste was passieren und deshalb haben wir den Fokus eigentlich auch von Anfang an auf gute Defensivarbeit gelegt und die ganze Mannschaft zieht da gut mit. Das sind ja nicht nur die Jungs, die da hinten spielen, sondern der gesamte Mannschaftsverbund und zur Defensivleistung gehört natürlich auch eine Portion Wille. Es macht jetzt vielleicht nicht ganz so viel Spaß, immer gut zu stehen, immer zu verschieben, anstatt vielleicht nach vorne zu laufen. Aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass das in Zukunft auch noch besser wird. Letzte Frage, wir gucken nochmal auf das Spiel gegen Cottbus. Ein Heimspiel, Flutlichtspiel, ein Freitagabendspiel. Man will was reißen, ganz klar, man will den Zuschauern was zeigen. Nur hat Cottbus zu Hause 0-4 eine Packung bekommen. Muss nicht unbedingt förderlich sein für so ein Spiel, ne? Nein, also ich... es ist natürlich, man müsste abwarten, was da jetzt noch passiert in Cottbus, aber ich glaube, wir müssen auf uns gucken. Ich glaube, wenn wir eine gute Leistung abliefern, dann können wir zu Hause auch gewinnen, dann wollen wir zu Hause gewinnen, dann werden wir zu Hause gewinnen und mit dem Fans im Rücken, glaube ich, sind wir auch stark genug dazu. Weit mehr als 10.000 werden kommen und werden die Mannschaft anfeuern. Wir drücken die Daumen. Dankeschön, Carsten Baumann. Danke.